her, Baby! Du siehst heute wieder super scharf aus, weißt du das? Komm, Kotz, hier stinkt's nach Schleim. Die kann ich immer noch nicht leiden. Und los, wirk, Abflug! Schwarze Schaf! Kopfsturm! Noch können wir gewinnen! Angenehm Flug auch! Nein! Ja, ihr Süße! Meins ist 10 wert! Ja, das schwarze Schaf! Jetzt hält mich keiner mehr auf! Außer mir! Wir kleben zusammen, du Genie! Also klau mir dich! Hey. Meiner ganzen Lorbeeren! Meiner Lorbeeren! Du musst einem immer alles versauen! Kein Schaf, keine Lorbeeren! Geschafft! Haha! Hey! Astrid! Prima! Fahren wir jetzt zurück? Wir fahren nirgendwo hin. Wir haben nichts zu verkaufen. Nicht ein Stück, das wir unser nennen können. Wir brauchen ganz dringend ein paar Drachen. Und zwar schnell. So ein Wunsch ist gefährlich. Macht was! Was war das? Eine Entführung? Ja, kann er mit mir reiten, Kanne? Kann er. Du wirst uns den Weg zu Drago zeigen. Drachenreitern dabei helfen, sich in Dragos Lager einzuschmuggeln? Dann bring mich gleich um. Das lässt sich einrichten. Sturmfahrer, lass fallen. Feines Mädchen. Sturmfeil, hol! Ist gut, alles klar. Ich bring euch zu Drago. Klappt immer wieder. Wir können auf den Dingern nicht fliegen! Ach echt, ja? Das sind Babys. Die hören auf gar keinen. Ja, so wie wir. Das ist doch sehr gefährlich. Böse Zungen würden sagen, der Plan ist unausgereift. Dann ist ja gut, dass ich nie zuhöre. Fast vergessen. Gefangene mit Waffen, das geht doch nicht. Das nennt sich Plan? Ja, genau. Sobald sie einen als Artgenossen sehen, kann man sogar die wildesten Drachen zähmen. Stimmt's, mein Freund? Her damit. Was spielst du hier für ein Spielchen? Kein Spiel. Wir wollen nur zu Drago. Warum? Weil ich seine Meinung zum Thema Drachen ändern werde. Ich kann deine ändern. Darf ich? Drachenreiter! Wo kommen die ganzen Netze her? Achtung, das war... Hoppla! Lecker, lecker! Nimm mich! Ist so wunderschön. Oh. Unglaublich. Es kann nicht sein, dass er der Letzte seiner Art ist. Oh, sieh doch nur, er ist so alt wie du. Wow. Ah, kein Wunder, dass ihr euch so gut versteht. Oh ja, oh ja. Und einziehbare Zähne. Wie hast du es geschafft? Ich habe ihn im Wald gefunden. Er war angeschossen und verwundet. Und was ist das? Haben das auch Drago und seine Drachenfänger zu verantworten? Oh, ja. Ja, das Irre ist, ich bin derjenige, der ihn angeschossen hat. Aber das ist schon okay. Er hat sich revanchiert. Stimmt's, mein Freund? Du konntest mich nicht komplett retten. Du musstest für Ausgleich sorgen. Daher Beinprothese. An deinem Solo-Gleitflug müssen wir echt arbeiten, Kleiner. Ohne Zahn. Schmolzst du etwa, du Riesenweichei? Na, warte, dir zeig ich's. Und, tut's schon weh? Ich weiß, dass du einem Einbeinigen nie was antut. Das ist Berg. Das Leben hier ist gigantisch. Wir hatten mal ein kleines Drachenproblem. Aber jetzt sind sie alle bei uns eingezogen. Habe ich dir schon gesagt, wie toll du heute aussiehst?
Und seit Wikinger auf Drachen reiten, hat die Welt keine Grenzen mehr. Das ist der Wahnsinn! Was ist denn hier passiert? Wer macht denn sowas? Du denkst bestimmt, du kennst dich mit Drachen aus. Aber ich zeig dir was, was du noch nicht weißt. Kennen wir uns irgendwoher? Nein. Du warst damals noch so klein. Aber eine Mutter vergisst sowas nicht. Ich fass es nicht. Du hast sie alle gerettet. Es kommt was auf uns zu. Etwas, was ihr bisher nicht kanntet. Die Drachen gehören jetzt mir. Beschütze unser Volk. Das ist deine Bestimmung. Wonach du suchst, ist da drin. Komm schon! Das ist dir gefährlich! Ist nicht dein Ernst! Los ohne Zahn! Aber hallo! Drachen und Wikinger! Sie sind wieder Feinde! Oh. Du weißt doch, dass die Flecken nicht rausgehen!